crowd into which you heard it. Man kann sie nicht oft genug sehen, diese unglaublichen Bilder. Eine Cessna dreht Landeschleifen vor dem sowjetischen Allerheiligsten, den Zwiebelturm des Kreml, Lenin-Mausoleum mit Einbegriff. Die Cessna auf dem Roten Platz, eine Weltsensation. Matthias Rust, 19 Jahre alt, ist sie geflogen von Uetersen bei Hamburg nach Reykjavik, der Hauptstadt von Island, nach Helsinki, der Hauptstadt von Finnland, nach Moskau, der Hauptstadt der Sowjetunion. Dort sitzt er jetzt im Lefortow-Gefängnis, ein KGB-Gefängnis. Der sowjetischen Zeitung Moskowski Nowosti drückt die wohl gegenwärtig in Moskau vorherrschende Meinung aus, indem er sagt, dass gegen Rust auf jeden Fall ein Gerichtsverfahren eröffnet werden müsse. Unabhängig von den Motiven des Piloten ist ein fremder Himmel kein passender Platz für Scherze, hat er formuliert. Es ist offenbar so, dass für die Menschen hier, das heißt also für die sowjetische Führung, es von außerordentlicher Wichtigkeit ist, herauszufinden, was der Hintergrund der Geschichte ist. Und das ist schon bei der ersten Pressekonferenz, in der darüber gesprochen worden ist, klar geworden. Man möchte wissen, wie kommt ein Mensch dazu, das zu machen. Das Umkippen der Stimmung hier hat ganz sicherlich etwas damit zu tun, wie dieser Fall in der Bundesrepublik Deutschland publizistisch verwurstet wird. Die Spionagevermutung ist also ziemlich hirnrissig. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so hart sage. Wenn ein Spion einen Spionageauftrag ausführen wird, dann wird er ja nun nicht ausgerechnet mit seiner Maschine auf dem Roten Platz landen. Was hier geschehen ist, doch ganz was anderes. Die Weltmacht, die Supermacht Sowjetunion ist sozusagen ins Lächerliche gezogen worden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Supermacht Sowjetunion, die ja nun auch eine wirklich starke Militärmacht ist, die hat festgestellt, da kommt so eine kleine Cessna und da fliegt unsere Radarabwehr. Die Konsequenzen waren ja denn doch sehr schnell und ganz entschieden. Also Verteidigungsminister, also Kommandeur der Luftverteidigungsstreitkräfte, beide sind sie gegangen worden. Die Bürger der Sowjetunion sind am Freitagabend in einer 5-Zeilen-Meldung, am Samstagabend durch Bekanntmachung des Politbüros zur Pensionierung des Marschalls, Absetzung des Luftverteidigungsgenerals über den Vorfall informiert worden. Wir haben gefragt, wie ist Ihre Meinung dazu und was wissen Sie überhaupt von der Sache? Ja, ich habe gehört und die Zeitungen haben berichtet. Was wissen Sie denn genau von der Sache? In der Zeitung Tod wurde eine kurze Information darüber veröffentlicht, dass eine Sportmaschine mit einem BRD-Flieger an Bord die Grenze überquert hat. Eine Untersuchung wird durchgeführt. Na und wo landete die Maschine? Kann ich nicht sagen. Ist sie vielleicht in Moskau gelandet? In Moskau, ja, kann sein. Also sie landete auf der Brücke am Roten Platz, Donnerstagabend um 7:30. Wie finden Sie das? Nein, das habe ich nicht gehört und ich glaube auch, es ist nicht möglich. Sie denken, das kann nicht wahr sein? Ja, das ist meine Meinung. Doch sie landete am Roten Platz. Am Roten Platz. Ich habe es nicht gehört. Na, Ihr Kommentar dazu? Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist einfach nicht möglich, auch wenn es die Wirklichkeit wäre. Haben Sie von der Landung eines westdeutschen Piloten gehört? Ja, natürlich, es gab eine Mitteilung darüber. Und zwar, das Flugzeug hat die Grenze überquert, ein BRD-Bürger war an Bord, die Maschine landete in Moskau. Und wissen Sie, wo in Moskau die Maschine gelandet ist? Ja, es gab eine Mitteilung, nein, man munkelte, dass sie auf dem Roten Platz gelandet wäre. Ja genau, dort ist sie gelandet, präzise auf der Brücke über die Moskwa und dann ist sie zur Persilius-Kathedrale gerollt. Wie finden Sie das? Was ist Ihre Meinung dazu? Ich kann schwer dazu etwas sagen, so etwas hat es noch nie gegeben. Mir scheint, dass der Mensch, der das getan hat, damit einen internationalen Skandal verursachen kann. Ich halte das, gelinde gesagt, für eine Provokation. Deshalb, glaube ich, muss dieser Mensch auch bestraft werden. Ersten Reaktionen der Sowjetbürger auf diese Landung. Lutz Lehmann hat diesen Film bearbeitet. Starr wie immer standen die Posten vor dem Lenin-Mausoleum letzten Donnerstagabend um 7:30. Da geschah es.
Der tollkühne Mann in der fliegenden Kiste, wie Heinz Rühmann in Quacks der Bruchpilot oder Rudolf Hess in England, schwebte über den Roten Platz. Und tatsächlich reicht das Husarenstück im Herzen der sowjetischen Hauptstadt in beide Dimensionen. Mit der ausrollenden Cessna vor der Basiliuskathedrale markiert sich das Ende einer riskanten Posse und der Anfang einer Staatsaffäre. Zwei Tage später, fast zur gleichen Stunde, wird man erfahren, dass das Politbüro den Verteidigungsminister in Pension und den Kommandeur der Luftverteidigungstruppen in die Wüste geschickt hat. Über das Flugzeug auf dem Roten Platz stolpern ein Marschall der Sowjetunion und ein General. Doch in der ersten Viertelstunde totaler Überraschung kommt bei den hinzugeeilten Moskowitern und Touristen vor allem Neugier auf und auch Humor. Eine Frau sagt, dem ist wohl das Benzin ausgegangen. Nein, wird sie nach dem Gelächter von einer anderen belehrt. Er landete nicht deswegen, sondern wegen der Freundschaft. Offensichtlich meint sie, der Vogel käme aus Deutschland DDR. Denn noch einmal betont sie, es geht um die Freundschaft. Doch das begreifliche Missverständnis klärt sich bald auf. Er stammt aus Westdeutschland, gibt man die Information von vorn nach hinten durch. Und jetzt flog er von Helsinki, ruft man sich zu. Hören Sie nur, da spricht schon jemand mit ihm Deutsch. Wie lange ist es geflogen? Ja. Alles wird säuberlich ins Russische übersetzt, damit kein Neugieriger zu kurz kommt. Dieser Ort hier gefiele ihm sehr, wird eine Äußerung des Piloten durchgegeben. Naja, das ist ja auch Moskau, sagt ein Mann und lässt sich das erste Autogramm geben. Nonstop Helsinki, Moskau, schreibt der Pilot und seinen Namen drunter. Jemand fragt ungläubig, entschuldigen Sie, macht er immer solche Manöver? Zwischendurch hört man ein paar Mal Maladjetz sagen, was so viel heißt wie toller Kerl. Und noch gibt es Gelächter, als jemand sagt, er hat überhaupt keine Erlaubnis, hierher zu fliegen. Was denn, staunt jemand, der ist von Helsinki hierher geflogen und niemand hat ihm was getan? Also ein besonderes Vorkommnis gab es schon, der Pilot schildert es in Englisch. Wieder wird es von den Umstehenden ins Russische übersetzt. Eine Stunde nach dem Abflug, habe der Pilot gesagt, hatte ich kurzen Kontakt mit einem Düsenjäger der sowjetischen Luftwaffe. Er sah zu mir rüber und dann verschwand er wieder. Dann taucht die Frage auf, wie will er denn jetzt zurückfliegen? Die englisch sprechende Russin gibt die Frage weiter. Wird man sie nicht aufhalten? Der Pilot versteht die Frage offenbar nicht ganz. Die Frau will es aber wissen. Oder glauben Sie, es wird Ihnen möglich sein, einfach frei wieder wegzufliegen? Ich weiß es nicht, sagt der Pilot. Ein Armeeoffizier unter den Zuschauern, deren Menge wächst. Wer hinten steht, kapiert überhaupt nichts mehr. Die Leute denken, hier wird ein Film gedreht. Was wirklich geschah, auch wer es gesehen hat, mag es noch nicht ganz glauben. Selbst die Ordnungskräfte der Miliz, die hier sonst ein strenges Regime führen und unerbittlich durchgreifen, waren gelähmt. Der fremde Flieger an der Kremlmauer, es war, als wäre ein UFO im Herzen von Mütterchen Russland gelandet. Wirklich gesehen haben es auch unsere beiden Studiogäste, die ich jetzt ganz herzlich begrüße, nämlich Silke Madsen und Werner Wilding. Sie sind eben aus Moskau zurückgekehrt. Sie sind Mitglieder des Ensembles der Deutschen Oper am Rhein. Es ist ja nicht nur Flugverbot auf dem Roten Platz, sondern auch Rauchverbot. Da haben Sie ja eine lustige Geschichte beizusteuern. Ich habe die Tragfläche in der Hand, so habe ich angelehnt. Und der Pilot, später haben wir den Namen gehört, der Herr Russ, der stieg aus, ganz ruhig und sachlich. Und ich bin Zigarrenraucher. Da habe ich meine Zigarre angezündet, habe auch ein paar Züge gemacht. Und da kam die russische Miliz bzw. die Polizei und die gestikuliert mir da mit den Händen, Kamerad, Kamerad, ich guckte und ich dachte erst, wir sollten von dem Flugzeug weg oder so. Ich sage, hör mal, was ist denn das für eine Maschine, sage ich, Emblem, Germanski, Germanski. Und da sagte der eine russische Soldat, Maschine, хорошо, nicht хорошо, deine Zigarre, also meine Zigarre, die wäre nicht gut. Und dann hat er mir die Zigarre weggenommen. Da habe ich gedacht,
Auf einmal fiel mir alles ein, dachte ich, jetzt hat der Junge das tatsächlich gemacht. Dazu muss man sagen, Sie sind selber Fliegerin gewesen. Ja. Und das ist ein Partyscherz. Können Sie das ein bisschen erläutern? Ein Partyscherz ist das gewesen, ja. Himmelfahrt, fliegen wir auf den Roten Platz. Das war ein Spruch, den besonders junge Leute, die gerade ihren Flugschein erworben haben. Die immer Lust hatten, immer Ideen hatten. Wir müssen unbedingt unter der Neandertalbrücke mal durchfliegen. Wir müssen unter Hochspannungsdrähten durchfliegen. Und dieser Junge hat das ja auch gemacht. Diese Brücke ist ja voll mit einem Netz voll Hochspannungsdrähten. Denn ist der tatsächlich, ich meine, wie ich mir das erzählen lassen habe, da unter durchgeflogen und auf dem Roten Platz gelandet. Also ich meine, damals hatte ich auch mal gefragt, warum? Warum wollt ihr unbedingt auf dem Roten Platz landen? Aber wie gesagt, ich habe seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr zu diesen Fliegern. Ich habe das 1974 gemacht. Aber mir fiel der Unterkiefer runter, als ich den da sah und gedacht habe, der hat's gemacht. Wedel, der kleine Ort vor den Toren Hamburgs, da kommt Matthias Rust her, war in den letzten Tagen das Ziel von mannigfaltigem Reporter-Ehrgeiz. Die amerikanische Fernsehgesellschaft NBC baute dann vor dem Elternhaus von Matthias Rust einen Übertragungswagen auf, um live jenseits des Atlantik senden zu können. Zeitungs- und Illustriertenkollegen wollten wissen, was die Eltern denken über den Flug, was die Freunde, was die Verwandten denken, was die Flugkameraden denken. Und wir wollten das natürlich alles auch wissen. Wedel in Schleswig-Holstein. 30.000 Einwohner, ein großer Yachthafen, Landwirtschaft und eine breite, ausgeglichene Gewerbe- und Industriekultur. Eine ruhige, unauffällige Mittelstadt am Rande von Hamburg, aber auch Heimatstadt von Matthias Rust, dem tollkühnen Kremlflieger. Und seit knapp einer Woche verursachen deshalb die nationalen und internationalen Medien hier einen weltweiten Wirbel. Der amerikanische Sender NBC will mit der Familie Rust ein Interview machen. Einspielung nach New York. Live in die Today Show um 7 Uhr morgens. Hi, John. Wir dürfen die Vorbereitungen zwar drehen, doch nur mit Erlaubnis von NBC und dem Stern, dessen Redakteure die Familie regelrecht bewachen, für sie ans Telefon gehen und Fragen beantworten. Denn der Stern hat die Welt-Exklusivrechte an der Vermarktung der Story gekauft. Die Eltern und der 15-jährige Bruder wirken angestrengt, überfordert und etwas hilflos. Sitzprobe. Reden wird fast nur der Sohn. Der Vater spricht kaum, die Mutter gar kein Englisch. Die Fragen sind deshalb genau mit dem Moderator in Amerika abgesprochen. Warten. Fast 15 Minuten, dann das Interview. Keine 4 Minuten. He told me only that he wanted to go to Iceland, to Scandinavia and Helsinki. Please. Das war's. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh. Die Nachbarn stehen dem ganzen Wirbel zwar neugierig, aber eher ablehnend gegenüber. Für eine Heldentat halten die meisten von ihnen die Sache eigentlich gar nicht. Also mir ist die Sache, wie man sagen, zu unklug. Der hat ja mit dem Leben gespielt und das gefällt mir nicht. Also was glauben ich bin da ganz anderer Meinung als dieses Geschrei, das davon gemacht wird. Ne? Ich meine, die Russen sind natürlich blamiert, nicht? Das ist ja klar. Ne? Die ganze Aktion, die hier so stattfindet mit Interviews und so weiter, ich glaube nicht, dass das für den sehr vorteilhaft ist. Dadurch wird die Sache im Westen so hochgehängt, dass die also die Sache auch höher bewerten müssen dort und das nicht als, einfach als dumm Jungenstreich abtun können. Ich denke schon, dass sie den jetzt dort schmoren lassen werden. Was genau werden die Russen tun? Eine Frage, die natürlich auch vor allem die Großeltern beschäftigt. Was fühlen Sie denn? Sind Sie stolz auf Ihren Enkel? Haben Sie Angst um ihn? Natürlich habe ich Angst um ihn. Stolz, natürlich, er hat etwas Besonderes gemacht, das ist schon richtig, aber man weiß ja nicht die Folgen, nicht? Was glauben Sie denn, was mit ihm nun passiert drüben? Wissen wir ja nicht. Wir können ja gar nichts machen. Nicht? Da müssen wir nun schon abwarten, was kommt. Haben Sie irgendeine Ahnung, warum er das gemacht hat? Nein, absolut nicht. Er war ein so
netter, ruhiger Junge, der nur für Natur war und für Tiere. Das ist auch sein Hund. Also, wir können das auch nicht verstehen. Haben Sie irgendeine Idee, warum er es getan haben könnte? Ja, ich meine vielleicht, dass er für den Frieden demonstrieren wollte, nicht? Dass das vielleicht eine Idee von ihm ist, nicht? Das kann ich jetzt nicht erklären. Nicht? Und wie kommen Sie darauf, dass er für den Frieden demonstrieren wollte? Weil er immer stark gegen Atombomben und für den Frieden war. Ne? So, das reicht wohl nicht. Doch mit dieser Überzeugung stehen die Großeltern fast allein. Für die Nachbarn und Schulkameraden gibt es eine andere Begründung. Den Eindruck, den ich von dem jungen Mann habe, ist eben, dass er das eventuell aus Geltungssorgen gemacht hat. Und wie kommen Sie da? Also meines Erachtens macht er einen Eindruck, als wenn er von anderen nicht anerkannt wird. Also, die haben ihn immer ausgelacht und dann hat er gesagt, oh, irgendwann werde ich nochmal ganz groß in allen Zeitungen stehen. Und das hat er ja jetzt geschafft. Ich hatte manchmal so das Gefühl, dass auch diese Sendung auf der Kippe steht, den jungen Mann hier zu einer Figur zu machen, die zu bewundern sei. Ich finde es denn so fahrlässig, dieser Flug war, so finde ich es denn ganz unüberlegt und leichtfertig, was offenbar, ich habe mir das angehört, was diese Fernsehgesellschaft da veranstaltet hat am Wohnort. Ich habe auch gelesen, was der Vater gesagt haben soll. Einfach toll findet er seinen Sohn. Also damit erstens wird man der Sache nicht gerecht und zweitens hilft man natürlich dem jungen Mann überhaupt nicht. Hören Sie ganz in meiner Nähe?